Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute gibt es ein Video, was sich die Ulrike gewünscht hat. Und zwar hat sich Ulrike gewünscht, mach mal ein Tutorial zu so einer Kreuzbindung. Ja, mache ich jetzt hier. Oder so oder so ähnlich könnt ihr das machen. Also entweder die Kreuze so nebeneinander setzen, ihr könnt auch große Kreuze, kleine Kreuze, was immer ihr wollt. Ich zeige euch die Grundform, wie es geht, und dann kann sich jeder das selber tüdeln, wie er möchte. Es geht auch mit 5, es geht auch mit 6, und das Muster auf dem Rücken müsst ihr euch einfach selber ausdenken. Ich werde genau das hier machen. Ich werde diese doppelte Kreuzbindung machen. Und ja, wie gesagt, Ulrike hat sich das mal angeschaut auf einem Buch von mir und sagte, Mensch, wäre cool, wenn du das mal ganz in Ruhe zeigst. Ich zeige das jetzt ganz in Ruhe. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, die Gelegenheit ist günstig. Ich freue mich über Abonnenten, ich freue mich über Likes, über Kommentare und freue mich auch darüber, mal eure Werke zu sehen. Jetzt werde ich meine Lampe hier noch so ein bisschen drehen, dass wir ein bisschen mehr Licht haben. So, Fokus passt auch, sehr schön, Freude, Freude. Dann können wir beginnen. So, diese Bindung werde ich euch zeigen anhand eines Kochbuchs. Das ist noch, naja, jungfräulich will ich jetzt nicht sagen, weil die Grundform habe ich ja erstellt. Es hat aber noch keinen Rücken. Hier ist ein bisschen der Kleber losgegangen. Sowas ist nicht schlimm, weil eigentlich da sitzen dann dahinter die Signaturen drüber. Deswegen machen wir das jetzt einfach so. So, also wir brauchen, genauso wie bei dem Buch, was ich euch gezeigt habe, für jede Signatur 4 Löcher. Die messen wir gleich ganz entspannt ab. Und zwar möchte ich diese 4 Signaturen hier einfügen. Ich zeige euch das Buch dann nochmal in einem Flip-Through. Deswegen möchte ich da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Außer, wir haben 4 Signaturen. Es wird ein Kochbuch. Flip-Through kommt. So, ihr braucht auf jeden Fall ein Geodreieck und einen Stift. Ob das jetzt ein Bleistift ist oder Peng, das ist wurscht, piep, egal. Ich mache das jetzt mal so, dass ich euch ein Papier da drunter legt, weil man die Zahlen hier nicht ganz so gut erkennt. Ihr seht es jetzt, ne? Viel besser. Also, wichtig ist, dass egal, ob ihr jetzt auf der in der Signatur Löcher macht oder auf dem Buchrücken, dass ihr immer das Werkstück vermittelt. Das heißt, ihr legt oben und unten die gleiche Zahl an. Hier, die Signatur ist zum Beispiel 20 hoch, die Mitte wäre bei 0. So, und jetzt überlegen wir mal, mal von der 0 ausgehen, gehen wir mal nach rechts, 3 nach links, 3, da würde ich jeweils die ersten beiden Löcher setzen. So, von 0, 3, 3 und von 0 gehen wir bis zur 8. Ich glaube, 8 ist gut. Dann haben wir oben und unten bei der Signatur, bei dem Buchrücken noch 3 cm. Das ist fast ein bisschen viel, allerdings habe ich ein paar kurze Seiten dabei. Nein, ich bleibe bei 8. Ich habe mir jetzt hier die 3 und die 8 ausgewählt. Was heißt das für uns? Also erstmal lege ich mir die Kante, jetzt nicht mal die Grillkante, so hier hin. Ich möchte jetzt hier diese Punkte drauf machen, dass ich auch die Löcher entsprechend stechen kann. Ich habe hier ziemlich gut mit dem gelb-roten Streifen hier die Mitte getroffen. Das trifft sich jetzt hier beim Anzeichnen ganz gut, weil, ihr werdet es gleich sehen, ich möchte nämlich einerseits die Punkte treffen, also heißt, ich möchte die 3 und die 8 treffen, aber ich möchte auch rechts und links das Ganze vernünftig ausgerichtet haben. So, ich habe jetzt hier oben, könnt ihr sehen, da ist jetzt die 11, unten ist auch die 11, das heißt, mein Buchrücken ist 22 hoch. Und auf diesem Buchrücken möchte ich jetzt einmal bei der 8, ich gucke jetzt mal außen, ich fange jetzt einmal von außen an, bei der 8, bei der 3 mache ich mir eine Markierung, oben und unten, 8, also 3 und 8. So, jetzt nehme ich mal einen Strich weg und ich bin, ja, bin ich zu nah am Rand, das ist schon mal ganz gut. So. Und jetzt habe ich hier die 3 und die 8. Jetzt versuche ich, kann ich den unteren Rand sehen? Ja, jetzt versuche ich hier unten möglichst vom unteren Rand einmal die Mitte hier abzuchecken.
Da haben wir ja schon hier zwischen den gelben und den roten Streifen bei mir. Das ist gerade sehr praktisch, so kann ich euch das echt gut zeigen. Und hier bin ich bei 1 und ein bisschen. Ja, sagen wir bei 1,4 ist bei mir hier der erste Punkt. So, und jetzt können wir uns überlegen, wo machen wir den zweiten hin? Machen wir hier mal jeweils bei 0,5 von der Mitte aus gesehen. 0,5. Das heißt, ich muss ja 4 Löcher stechen. So. Na, ihr seht jetzt hier 4 Punkte. Jo. Klar soweit. So, und jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch noch hier bei dem nächsten Teil machen. Also bei dem nächsten Streifen. Lustigerweise kommen wir von unten direkt von der 8. Also 8 cm Abstand bis zur unteren Kante. Ich lege meine Nulllinie hier zwischen die beiden Linien. Das passt immer noch ganz gut. Also immer, immer optisch kontrollieren, dass hier unten die Buchkante die waagerechte ist. Und auch hier rechts und links die Knicke senkrechte bilden, weil sonst wird eure Linie schief. So, jetzt sind wir wieder bei 1, Keks. Hier so. Also, ich glaube, irgendwas zwischen 3 und 4. Ganz genau trifft man die Löcher nicht und das ist auch überhaupt nicht nötig. Durch diese Kreuzbindung, wenn das mühschief ist, macht euch nicht ins Hemd, das funktioniert. Jetzt drehe ich mir das Cover um und mache mir hier den gleichen Spaß. Einmal von unten lege ich mir das an der 3 an, das passt da eben ganz gut. In die Mitte, bei 1 und ein Keks, bei 1 und ein Keks, also irgendwie zwischen 3 und 4, bei 0,5 und bei 0,5 von der 0 ausgesehen. So, und jetzt kommen wir hier wieder zu dem, müsste, wenn ich gut gemessen habe, wieder von unten die 8 anlegen, in der Mitte die 0, mal eben die waagerechten und senkrechten kontrollieren, sieht ganz gut aus, nicht wackeln hier, und wir sind wieder bei 1, und zwischen 3 und 4, 0,5, 0,5. So, ihr seht jetzt einen Buchrücken, der wunderbar gepunktet ist. Man kann das Ganze jetzt, wenn man das mal fein stechen möchte, kann man das natürlich mit einem, hier, was ist das Ding, mit einem Piekser machen. Ich mache mir das Leben leicht bei diesen Bindungen. Und nehme meine Crocodile Big Bite und haue hier so ein paar Löcher rein. Und damit werde ich euch jetzt mal ungefähr 16 Mal belästigen. Genau. Aber beim Tutorial sollt ihr alles hautnah mitbekommen. Ich könnte nur mal ein bisschen besser gucken, glaube ich. Sag mal, bin ich jetzt. Also, es ist echt blödes Wetter draußen. Kommt man hier damit noch klar? Ja. Es ist blödes Wetter draußen, das heißt, es ist regnerisch und dunkel. Ich habe vor meinem Fenster einen Baum stehen, einen Walnussbaum, und der macht mir ganz schön Schatten. Dennoch möchte ich natürlich diesen Baum nicht missen, ganz klar. So, gucken wir mal. Die sind schon echt ganz gut geworden. Das Schöne an diesem großen Gerät hier ist, dass ich wirklich alle Größen an Papier oder Buchrücken da reinkriege. Ich hatte bis jetzt noch kein Problem, dass ich irgendwo in der Mitte nicht Löcher stechen oder Löcher stanzen konnte. So. Ey, was auch immer ihr da zum Löcher machen benutzt, ihr könnt auch, ihr seht, ein bisschen habe ich den Stoff hier aufgeribbelt, dadurch schneide ich jetzt einfach mal locker flockig drum rum. Das sieht man hinterher eh nicht mehr, weil die Signaturen drin sind. So, schwupp, 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 schwupp. Ihr könnt, was auch immer ihr immer zum Löcherstechen nehmt. Das ist euch voll überlassen, was für ein Gerät ihr nutzt. Ich finde dieses hier sehr praktisch. Gerade auch, weil es dieses 16. Inch Lochgerät hat. Das ist für mich optimal, gerade für die Löcher auf dem Buchrücken.
ist das wirklich gut. Ja, wenn ihr einen feineren Faden nehmt als ich gleich, ich zeige euch gleich, was ich nehme. Wenn ihr einen feineren Faden nehmt als meine dicke Schnur, dann solltet ihr nicht so große Löcher da reinhauen, schon klar. Aber wenn ihr einen annähernd, oh Gott, wo ist mein angezeichnetes da? Wenn ihr einen annähernd großes, dicken Faden nehmt, dann könnt ihr wunderbar dieses Gerät benutzen. Dieses oder ein ähnliches. Ich will jetzt keine Werbung machen, weil ich auch gar keine Werbung machen möchte. Möchte ich nicht, werde ich nicht für bezahlt und überhaupt. Unnötig. Und wenn jetzt hier eure Lochkante so ein bisschen tanzt, ist das überhaupt nicht schlimm. Nur annähernd treffen wäre ganz, ganz nett. Annähernd treffen ist ganz gut. So. Ja. Wie gesagt, also ein bisschen tanzt das halt, das ist so. Also jedenfalls bei mir, ich bin da nicht so präzise. Ich soll bei mir hier nochmal meine Löcher mit dem Stoff ein bisschen aus. Ist nachher mit dem Faden leichter. Na, da haben wir aber nicht so richtig ganz gut geklebt hier auf der Seite. Sowas. Wird dem Ganzen aber keinen Abbruch geben. Die Funktion des Buches oder der Bindung wird es nicht beeinträchtigen. So. Jetzt bin ich damit soweit zufrieden. Ihr seht, mein Cover hat Löcher. Jetzt können wir das Cover erstmal zur Seite legen. Wo kommt der Faden eigentlich her? So, Cover darf gehen. Ich zeige euch jetzt mal meinen Faden, den ich benutzen möchte. Der sieht so aus. Wie fiebst meine Lampe? Wieso fiebst du? Einmal kurz aus. Einmal wieder an. Auf zu fiepsen. So, der ist relativ dick. Das ist so ein gewachster Faden. Ich könnte eigentlich gleich. Wir machen das so. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich das hier, wie ich die Fäden hier reinziehe. Und danach kümmern wir uns um die Signaturen. So, die müssen jetzt nicht so elends lang sein, weil sie müssen ja noch zu, also müssen ja nur zugebunden werden. Und wie viel brauchen wir davon jetzt? Nach Adam Riese für jede Signatur brauchen wir 2, also brauchen wir 8 Stück. Ich weiß nicht, ob ihr das Fiepsen meiner Lampe auf dem Video hört. Das wäre unangenehm. So, einmal 4. Liebe Lampe, du nervst etwas. Kleine Interferenzen. 3 haben wir. 1, 2, 3. Schlecht zählen kann ich gut. 4. Ihr könnt dafür Baker Twine nehmen, ihr könnt Buchbinder gar nehmen, ihr könnt Wolle nehmen. Ich habe auch schon Bücher mit Wolle eingebunden. Also mit so einem richtigen flauschigen Zeug. Das sah auch ziemlich cool aus. Muss man nur gucken, passt die Kreuzbindung zu der Art, die man sich gerade ausgesucht hat. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? 6. Sieben. Ja, sowas hätte ich alles vorbereiten können. Habe ich aber nicht. Also seht ihr mich jetzt beim Zuschneiden von Fäden. So. Da wird überall immer noch ein bisschen was abstehen, das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt 8 Fäden. Ihr müsst euch jetzt einmal überlegen, welcher Faden soll oben, welcher unten sein. Wollt ihr das gleichmäßig haben, so wie ich das in dem anderen habe, oder überkreuzt? Das heißt, wollt ihr, die beiden Fäden, die von links oben nach rechts unten gehen, unten haben? Oder wollt ihr das unterschiedlich unten haben? Also unterschiedlich wäre jetzt tatsächlich, wenn ich von hier oben nach da unten ginge. Ich finde das gleichmäßig immer besser. So, deswegen gehe ich jetzt genauso wie bei dem Herzchen davor
ziehen wir die hier zusammen. Hier unten mache ich das gleiche Spiel. Wenn man das jetzt so durcheinander macht, dann kommt ja schon mal vor, dass einer oben, einer unten ist und dann sieht das gruselig aus. Also es geht auch. Nur, ich finde, so ein bisschen Harmonie darf ruhig da sein. Dementsprechend ziehe ich erstmal die Fäden, die unten liegen sollen, rein und danach ziehe ich die Fäden rein, die oben liegen sollen. So, jetzt ist noch gar nicht irgendwas großartig zu binden oder sowas. Das machen wir nämlich gleich. So, jetzt fangen wir an und nehmen die Fäden, die oben sind. Bisschen Logistik hier, einmal ziehen, dass sie auch ganz durch sind. Also hier ist eigentlich ist nur der Trick, die Sachen in der richtigen Reihenfolge zu machen und hinterher auch in der richtigen Reihenfolge zu ziehen, aber da kommen wir ja gleich zu. So. Schwupp, schwupp. Erstmal durch, noch nichts weiter. Reihenfolge ist Magic. So, mein Fokus stimmt auch noch. Ich habe mein Handy jetzt nicht irritiert durchs Licht ausmachen. So, jetzt hätten wir auf jeden Fall schon mal die Fäden durch. Wie gesagt, schön wird es später, ne? Also jetzt ist erstmal nur durch. Durch, zack, durch, durch. Ihr seht schon mal den Ansatz, das sieht schon aus wie die Kreuzbindung. Drehen wir den Spaß um und haben ein Kessel Buntes. Jetzt ist es natürlich so, die Fäden sind ja überkreuzt, das heißt, wir möchten ja trotzdem die Signaturen gerade einbinden. Ich nehme immer mal die ganz rechte und ziehe sie einmal zusammen. Einfach nur, dass ich die nachher einfacher sortiere, dass ich dann nachher beim Binden nicht in Tüdel komme. Einfach nur einmal zusammen. Dann liegen sie mir nämlich schön nebeneinander. Und da darf es jetzt nicht so doll ziehen, weil sonst ziehst du den anderen Faden raus. Du weißt ja schon, die Dinger sind über Kreuz. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier ziehe, ziehe ich hier unten den Faden raus und nicht den gegenüberliegenden. Und das ist nämlich nachher auch der Trick beim Zubinden. Da muss man auf die Reihenfolge achten, sonst zieht man sich den Faden wieder raus. Jetzt können wir das Gewusel zur Seite legen. Man nehme eine Signatur, einen Schluck Tee. Also Reihenfolge hatte ich mir nämlich schon zurechtgelegt, so möchte ich sie haben. Und dann muss ich einmal schauen, habe ich hier irgendwelche kurzen Seiten drin, die ich irgendwie vermitteln muss. Nee, hier bei diesem Dings habe ich keine kurzen Seiten, die ich vermitteln möchte. So, und jetzt schmeiße ich quasi die Signatur nochmal so in sich, dass sie wirklich schön gesackt ist. Dann brauche ich die Mülle. Und ich brauche mein Lineal. Nein, besser gesagt mein Geodreieck. So, wir hatten vorhin schon festgestellt, dass die Signatur 20 hoch ist. Das heißt, wir können auf 10 und 10 anlegen. 10 rechts, 10 links von der 0. Ne? 0 habt ihr hier, seht ihr? Seht ihr nicht ganz so gut. So, seht ihr die Zahlen besser, wenn ich das hier reinschmeiße. So. Ich vermittle jetzt 10 von rechts, 10, also 10 nach links, 10 nach rechts. In der Mitte habe ich meine 0. Wir hatten eben, jetzt mein Stift, wir hatten eben bei der 3 von der Mitte ausgemessen, ne? Immer wichtig, von der Mitte, nicht von der Kante. Und die 8. Hier haben wir die 3 und die 8. So. Die ist den ganzen Klumpatsch jetzt nicht noch zu verreißen oder sowas, ne? Also, sondern wirklich hier rechts und links zusammenschieben.
Und dann könnt ihr das durchstechen. Oder, so wie ich das jetzt ja auch mache, ganz einfach wieder durch die Crocodile ziehen. Das Licht ist heute nicht sehr augenfreundlich. Mein Gott, ich muss mir den Punkt echt größer machen. So. Und zack. Die 8 ist durch. Die 3 ist durch. Dann einmal wenden, dabei nicht die Blätter loslassen. Gut festhalten. Nicht zucken. Und auch wenn ihr das Ding wieder hinlegt irgendwo, ne? Achtet drauf, dass es einfach so beisammen liegen bleibt. 3 und 8. Nächste Signatur. Vermitteln, einklopfen. Gucken, ob wir irgendwelche kurzen Seiten haben, die wir irgendwo hinschieben müssen. Ja, wenn man sowas hier hat, kann man sich überlegen, soll die unten sitzen oder möchte ich die vielleicht eher in der Mitte haben? Ich finde Mitte eigentlich irgendwie cooler gerade. So. Da haben wir wieder so eine kurze, die darf auch wieder in der Mitte. Das heißt, im Endeffekt wird sie dann später nur von den Dreierlochungen festgehalten. Das ist aber völlig okay. So. Rechts, links nochmal ein bisschen gedrückt. Nur damit ihr wieder sehen könnt, das weiße Blatt. Also ich brauche sonst nicht, ne? Weil ich, also in der Kamera kann man das, glaube ich, schlechter sehen als in Real Life hier. Wenn das weiße Blatt auch noch gerade liegt, dann kommt es euch auch noch so vor, als würde ich gerade messen. Ja, so 10, 10. Einmal wieder Lochpunkt bei der 3. Lochpunkt bei der 8. Jetzt machen wir ihn gleich ein bisschen größer, dass ich den auch im Schatten der Crocodile sehen kann. 3, 8. Bleiben. Und zack. Und so, auch hier wieder. Wir haben schön die Mitte getroffen. Das ist ja schön. Ich lege es jetzt mal ineinander. Nächste. Auch hier wieder der Blick ins Buch. Haben wir kurze Seiten? Ja, wir haben kurze Seiten. Und sie wohnen da, wo sie wohnen sollen. Sehr schön. So. Immer. Am besten schiebt man die rechts, links ein bisschen. Wenn man kurze Seiten hat, sollte man sie nicht auf die kurze Seite klopfen. Also wenn ich die jetzt so klopfen würde, würde natürlich meine kurze Seite normal nach unten rutschen. Kann man machen. Ist aber doof. So. Ich nehme euch wieder mit dem weißen Blatt mit. Bald habt ihr genauso viel Übung wie ich, allein durch Zuschauen. So, ich vermittele. Alle miteinander vermittle ich übrigens. Hallo? So. Mein Gott. Dicke Finger hier, oder was? Mit diesem Unterblatt hier, nur für euch, ist das ganz schön schwierig, kann ich mal sagen. Ja, wenn man sich das ein bisschen hin und her schiebt, dann kann man sich schon vertüdeln. So, wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier mal wirklich rechts und links richtig anlegt. Millimeter macht da nichts bei den großen Löchern, sage ich mal. Wenn ihr jetzt hier so ein Instrument zum Stechen nehmt, also wirklich so eine Aale oder was, dann ist das natürlich, kommt es da auch auf Millimeter an. Und sitzt eure Signatur schief. Aber hier ist Millimeter
schon okay. Abweichung. Damit kommt die ganze Welt hier klar. So. Jetzt muss ich nur wirklich meine Mitte treffen des Buches. Zielwasser getrunken heute Morgen hier. Gibt's ja gar nicht. Wenden. Und. Schon mal erwähnt, dass meine Tochter mit ihrer Freundin gerade am Kuchen backen ist und die ganze Bude total lecker riecht. Das ist schon ein bisschen Quälerei. Wobei ich weiß, ich kriege gleich was ab. So, ich habe mir sogar zwei kleine Seiten. Ah, die ist eingeklebt. Okay. Die Mitte suchen. Oh. Wir haben ausnahmsweise mal kein Bild in der Mitte, sondern eine leere Seite. Ja, auch schön. Dann seht ihr nämlich mein Lineal hier richtig gut, ohne dass ich da was Weißes drunter legen muss. So, wie sieht's aus? Seht ihr ja, ne? Ja. Sag doch mal was, Kinder. So, wir sind wieder bei der 3 und bei der 8. Bei der 3 und bei der 8. Ihr müsst nicht 3 und 8 nehmen, ne? Wenn euer Buch kürzer ist oder länger, dann müsst ihr die Abstände anders ausmessen. Also da könnt ihr euch wirklich was aussuchen. Ihr müsst nur beim Buchrücken, also beim Cover, genau die gleichen Abstände nehmen, von der 0 aus gemessen wie bei den Signaturen. Das ist die einzige Vorgabe, weil sonst funzt das nicht. Also gleicher Abstand von der 0 beim Cover und bei den Signaturen. Und zwar bei allen gleich. Sonst geht diese ganze Rechnung hier nicht auf. So. Zack. Ja, irgendwie. Alle Krümel raus. Alle Krümel raus auf den Krümellagerplatz. So, wir haben unsere Signaturen. Das hier ist die ganz rechte. Also, dann kommt unsere ganz linke. Ganz linke, die andere. Jetzt muss ich nämlich hier mal die Reihenfolge umdrehen. Jetzt hole ich mir mein Buchcover und die ich als erstes einbinden will. Also ich arbeite von links nach rechts. Schluckstehzerstärkung. Sehr schön. Schöner, lecker Kräutertee. So. Nun kommt Zauberkadauber. Wie kriege ich die jetzt hier rein, dass das vernünftig mit dieser Kreuzbindung funktioniert? Ulrike, aufpassen. Das kriegst du hin, ganz locker. Also erstmal nehme ich mir die ich zusammengebunden habe, ganz links zur Beide. Wenn man jetzt noch seine Löcher übereinander bekommt hier, dann funktioniert das auch. Also ihr habt gesehen, ich nehme hier die linke Linie bei dem Spaß und puzzle mir die hier einfach erstmal durch. Weil ich mir das einfacher vorgestellt habe, als es eigentlich ist. Dann ist mein Faden ausgefranst. Nein. So, eins. Jetzt muss ich da drunter gut sortieren, dass ich auch wirklich den anderen bekomme. Also den wirklich linken. So, und jetzt mache ich den nicht richtig fest. Ich gebe dem nur ein bisschen Halt, dass die Signatur mir hier nicht wieder rausfluppt. Das heißt, man kann hier so einen lockeren Knoten reinmachen. Nicht festziehen, sondern nur locker, dass das Gemüse da oben bleibt. Der Plan ist, wir wollen die Signatur einfach nur an Ort und Stelle halten. Auch jetzt nehme ich hier wieder die ganz linken Fäden und puzzle mir die hier durch. Den
mittleren. Da bin ich mit dem Loch ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. Das ist aber nicht schlimm, nach der Bindung sieht man es nicht mehr. Auch hier mache ich mir jetzt einen ganz lockeren Knoten rein. Sonst würde ich nämlich die anderen Fäden, die ja überkreuzt sind, würde ich ja wieder rausziehen. So, jetzt habe ich hier, ihr seht, habe ich mir hier die Signatur ganz links eingebunden mit langen Leinen dran sozusagen. So, jetzt haben wir diese hier. Jetzt nehmen wir die nächste. Ich habe die jetzt richtig rum eingebunden eigentlich. Ja, du möchtest dahin. Danach kommt die. Danach kommt die. Ist das so? Wollte ich das so? Ja, wollte ich so. So, auch jetzt hier wieder gucken, dass die Löcher schön beieinander sind. Und jetzt nehme ich mir auf meinem Buchrücken die zweite Linie vor. Die zweite von links, wohlgemerkt. Einmal durch. Zweites Mal durch. Wieder locker zumachen. Gleichen Spaß unten. Mit zweiter Linie, also die zweite von links, Faden nehmen. Sich von den anderen Fäden nicht irritieren lassen, die so ein bisschen borstig durch die Gegend stehen. Und durch. Erstmal fixieren. Wahrscheinlich gibt es dazu auch noch eine viel einfachere Lösung. Das ist gut möglich. So, jetzt kann ich mir die nämlich wieder zur Seite legen. Ihr seht es, ne? Hier ist ein bisschen Abstand so. Ich lege sie mir zur Seite. Jetzt kommt die nächste Signatur. Ja, einmal gecheckt, Löcher gut übereinander. Ja, sieht gut aus. Und jetzt nehmen wir uns die dritte von links. Einmal durch. Durch. Oh, ich höre Geschirrgeklapper. Ich glaube, die Mädels räumen die Küche auf. Ein Traum. So. Da, 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 da. So funktioniert das erstmal. Ja, wie gesagt, das sind einfach nur so ein paar Hilfsstellungen, dass man sich nicht ihr die Finger verbiegt und sich nicht in den Fäden vertut, weil das wäre fatal, sich in den Fäden zu vertun. Dann funktioniert das mit dem Festziehen nicht mehr richtig. Und entsprechend fixiert euch das nicht zu feste, sondern erstmal so, dass ihr es wegräumen könnt. Nochmal checken, habe ich jetzt die ganz linken übrig, die ganz rechten übrig? Ja, habe ich. Also habe ich bis hierhin alles richtig gemacht. So. Letzte Signatur kommt an Ort und Stelle. Und da machen wir jetzt ein bisschen was anders. Also erstmal machen wir das gleiche. Fäden durch. Fäden sich durchgehen. Hallo. Möchtest du vielleicht hier durch? Ich lade dich ein, Teil dieser Signatur zu werden. Ich sehe dich doch schon. Guck mal da durch. Braves Tier. So. Eins. Zwei. Ich knote die jetzt nicht zu. Ich zeige euch auch gleich warum. Ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht selber irgendwie die Karten lege hier. Ihr seht es leider nicht, was ich da drunter tue. Ich kann es aber auch nicht so in die Kamera halten, sonst rutschen mir meine
meine Papiere auseinander. Aber ihr seht, ich fädel durch. Ich fädel durch. Und ich fädel auch noch den letzten durch. Naja, sagen wir mal so, ich wollte den letzten durchfädeln und der ist wohl verirrt. Da. Und diese Signatur hier, die ziehen wir schon ein bisschen näher an Ort und Stelle. Ein bisschen. Noch nicht 100%. Also was heißt nicht 100%? Also die hier ziehen wir schon 100% an Ort und Stelle. So, und jetzt mache ich das immer so. Ich ziehe, binde oben fest, sag ich mal. Also ziehe den Knoten jeweils immer nach oben in der Signatur. So, da gibt es bestimmt noch schöne Knotentechniken. Ich habe die jetzt nicht drauf, deswegen kriegt ihr einfach meine Standard. Ich habe einen Knoten gemacht, Technik aber. Wenn ich dann einen Knoten kriege. Auch hier ziehe ich den Knoten nach oben. So, den könnt ihr jetzt schon fester ziehen, das ist völlig in Ordnung. Da habe ich noch so ein bisschen Lochstanzreste dran. So, und hier ist ja die Gegensignatur sozusagen. Die hier. Ne? Die haben wir jetzt noch locker dran. Und jetzt kann ich auch die, weil, also ich habe die letzte Signatur festgebunden. Ne? Habt ihr gesehen? Ich habe einen Knoten gemacht. Fest geworden. Und jetzt kann ich mir hier quasi die Kreuze, kann ich mir jetzt hier festziehen. Einmal, zweimal. Dass sie hier glatt liegen. Die anderen beiden flippen da immer noch so rum, das ist aber auch okay. Das heißt, ich schnappe mir jetzt die beiden und ziehe sie auch fest an ihren Plätzen. Bisschen kürzer geworden als in der anderen Signatur. Das gleiche stimmt gleich noch mit der Schere an. So, die beiden sind fest. In den ersten beiden mache ich das gleiche Spiel. Nehmen wir die jetzt hier. So, kann ein bisschen ziehen. Ein bisschen. Und dann mache ich mir erstmal hier einen vernünftigen Knoten rein. Danach ziehe ich die andere Signatur dagegen. Mal nach oben, und falls man auch noch mal was dranhängen möchte oder irgendwelche Plättchen gegensetzen oder so, überlege ich auch noch, ob ich das vielleicht hier noch mache. Ist ja zu 90% fertig, ne? Aber dann die letzten 10% sind die schwierigsten. So, ihr seht, jetzt habe ich nur noch eine Signatur hier rumflappen und die ziehe ich mir jetzt auch fest. Und bevor ich jetzt die letzte Signatur richtig fest mache, drehe ich mir das Ganze noch mal um. Denke mal so, sieht gut aus. Das sieht gut aus, das können wir so lassen. So, das heißt, jetzt machen wir hier den großen Spaß und ziehen die letzte Signatur an Ort und Stelle mit Finger drauf am besten. Schwupps. Und unten genau das gleiche Spiel. An Ort und Stelle ziehen. Ja, wir haben noch einen Knoten zu wenig gehabt. So. Jetzt. Am besten lüftet man die auch mal so ein bisschen, falls irgendwo noch eine Schlaufe unten liegt. Kann man mal, also es kann mal passieren, dass man mit so einem Strippen hier irgendwo eine Schlaufe auf dem Rücken gelegt hat, den man nicht sieht. Deswegen ruhig mal dran ziehen. So. Und fertig ist unsere Kreuzbindung. Die könnt ihr natürlich machen, weil ihr nur zwei Signaturen habt. Einfaches Kreuz. Hättet ihr noch fünf Stück, könnte man eine Linie in der Mitte noch machen. Oder komplett über Kreuz, klein über Kreuz, dann eine Linie. Da könnt ihr echt euch austoben. Macht aber, mein Tipp, mein Experten-Tipp,
macht aber zuerst hier die Strippen in den Rücken, dreht euch das Ganze dann um und legt euch die Strippen so zusammen, wie ihr sie auch mit den Signaturen binden müsst. Sonst habt ihr nämlich heilloses Chaos hinterher beim Einbinden. Ja, und jetzt sieht das doch brauchbar aus hier, ne? Jetzt könnte ich nur noch hier die ganzen Sachen runterbinden und noch kleine Plättchen dran machen. Das werdet ihr dann im Flip-Through sehen, was ich da noch dran gemacht habe. Jetzt erstmal, liebe Ulrike, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast das jetzt voll drauf mit der Kreuzbindung. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bin echt gespannt, ob ihr es verständlich fandet, ob ihr sagt, ja, du warst zu schnell, du warst zu dieses oder jenes. Ja, und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video. Sag mal, bis demnächst in diesem Kino.